verborgener Charme. Košice wird Kulturhauptstadt 2013. Zu den Städten, denen man es einfach gönnen muss, den Titel Europäische Kulturhauptstadt zu tragen, gehört die slowakische Stadt Košice. Nicht nur, weil die Familie eines gewissen Andrej Vahola, später bekannt als Andy Warhol, hier beheimatet ist, die Stadt, die sehr arm ist und nicht nur geografisch am Rand der EU hängt, wird mit dieser Aufwertung auch mehr in die Mitte Europas gerückt. Darko Handrik hat die Ärmsten der Armen, die Roma, in Košice besucht. Das gäbe es in dieser Form auf der ganzen Welt nicht, sagen sie. Das Theater Romathan, ein professionelles Theater der Roma-Minderheit. Wenn die Kultur sterbe, stirbt das Volk, sagen sie, und hoffen, dass die Kulturhauptstadt auch ihnen hilft, Vorurteile abzubauen. Das Theater vereint doch die Menschen und darum geht es uns. Wir müssen der Mehrheit hier im Land zeigen, dass sie vor uns keine Angst haben müsse. In einem anderen Licht soll das Zusammenleben der verschiedenen Nationalitäten gesehen werden. Darum geht es in Košice und so wurde auch der Elisabeth-Dom in ein ganz neues Licht gesetzt. Es ist die östlichste gotische Kirche Europas und schon allein das zeigt, dass Košice eine Brücke zwischen den Kulturen ist. Die Region rund um Košice ist eine der ärmsten Regionen der Eurozone. Die Stadt punktet aber mit Herzlichkeit und in Spuren der verschiedenen Nationalitäten, die diese Stadt prägten. Pompös wird das Jahr hier nicht, kleine Ideen statt großes Geld. Košice hat ihren ganz eigenen Charme, eine eigene Seele und die Menschen haben hier eine ganz besondere Energie. Große Stars wird man in Košice nicht finden. Es sind die kleinen Geschichten, mit denen die Stadt hunderttausende Besucher anlocken will.